Ja, geschätzte Festbesucherinnen und Festbesucher, ich begrüße euch ganz herzlich zur offiziellen Feier von der Neuinformierung und Fahnenweihe von der Musikgesellschaft Rohrmatt. Ganz herzlichen Willkommensgruß richtig an die Mitglieder von der Stadt sowie Kirchenbehörden. Ein musikalisches Hallo an den Präsidenten vom Luzern Kantonal Blasmusikverband, Christoph Troxler, an unseren eingeladenen Vereinsdelegationen aus der Umgebung. Ein lieber Gruß richtig an unsere Ehrenmitglieder und Ehrenfahnengotte Hilda Bossert. Und natürlich ganz ein lieber Gruß an das Fahnenpatenpaar Susanne Schmidiger und Peter Heller und mit drinnen seit vorgestern stolzer Papi Stefan Bossert, unser Fähner. Noch einmal Gratulation. He? Genau, stell dir vor, hey, innerhalb von 3 zeigst du zuerst das Baby, dann am Samstag noch ein Konzert und am Sonntag kommt noch eine neue Fahne. He? Also, du hast am Ende geheiratet. Nein. Gut, genau. Ja, offizielle Feier steht auf dem Programm. Es ist nun offiziell. Katz ist aus dem Sack, Geheimnisse sind gelüftet. Nadelverbot während der internen Präsentationen ist vorbei. Es ist der Tag gekommen, wo wir mit neuer Fahne und Uniform an die Öffentlichkeit getreten sind. Ab sofort sind die alten Fahnen und Uniformen Geschichte. Wir haben heute das alte Gewand und Banner versorgt. Was aber bleibt, sind die Erinnerungen und die Erlebnisse, die wir mit diesen Kleidungsstücken und Fahnen haben dürfen erleben. Wenn man aber bereit ist, als Verein ein neues Kleidungsstück inklusive Fahnen anzuschaffen, geht der Fokus aber bestimmt Richtung Zukunft. Wir freuen uns in neuer Optik ab Jahreskonzert, kirchliche, weltliche Anlass von 500 oder 10 Leuten, euch weitere musikalisch bestens dürfen zu unterhalten. Wir hoffen ganz fest, dass wir den Weg mit unseren Fans genauso weiter dürfen gehen, wie es in der Vergangenheit bereits passiert ist. Ja, ich darf nun eine Person auf die Bühne bitten, die alle Fäden für das heutige Fest gezogen hat. Es ist der OK-Präsident und OK-Präsident ist noch schöner, wenn er aus der eigenen Reihe kommt, wenn wirklich das Glück hat. Wir haben da den Urs Vogel angefragt, Urs, komm, du aufstrebender Unternehmer, das wäre doch etwas für dich. Und er hat die Chance gepackt und er hat das hervorragend gemacht. Urs, jetzt ist der Moment da und da darfst du ein Wort an die Leute richten. Such nicht nach grossen Namen von Politik und Wirtschaft. Such Leute, die im Verein nahestehen, fleissig sind und das berufliche Rüstzeug dazu haben. Etwa so hat mir ein bekannter Organisator den Ratschlag gegeben, anfangs von dieser Planung mit der Bildung des OK. Er hat mir gesagt, am besten nimmst du interne Leute, aber in der heutigen Zeit wirst du es kaum herbringen, dass du mit internen Leuten dein OK kannst besetzen. Auf der vereinsinternen Suche nach OK-Mitgliedern habe ich ein außerordentliches Wohlwollen gegenüber dem Verein spüren. Niemand von denen hat die mehr Arbeit gesucht. Jedem aber ist klar gewesen, dass es ein Sondereffort benötigt, um solches Mammutprojekt zu stemmen. Sagenhafte 87,5% vom OK sind Aktivmitglieder der Musikgesellschaft Rohrmatt. Ein Wert, der unterstreicht, wie wichtig es der Zusammenhalt, das Herzblut und die Treue in einem Verein sind. Leider ist es uns bisher nicht gelungen, die externen 12,5% vom OK für unseren Verein zu gewinnen. Unsere Verantwortliche, PR-Marketing, Cori Müller, spielt aktuell die gemeine Blockflöte. Und das ist momentan eher schwieriger,
bei uns hier zu integrieren. Aber Gorin, wir arbeiten daran. Unsere erste OK-Sitzung ist auf der Alp Spielau beim Teilzeitgastwirt, beim Losli Fritz, hat die stattgefunden. Die Höhenluft und der Sonnenschein haben uns inspiriert für gute Gespräche und Ideen. In welcher Form sollen die Festlichkeiten abgehalten werden? Was haben wir an der jetzigen Uniform gut befunden? Was hat uns gestört? Wie sieht es mit den Fahnen aus? Das sind alles so Fragen gewesen, die wir auf einmal grob diskutiert haben. Und schon gleich haben wir gemerkt, dass wir eigentlich vom Gesamt-OK alle ein bisschen die gleiche Richtung wollen. Mit dem Beginn der Sammlung im Frühling 2023 hat der Hauptakt von diesem Projekt gestartet. Mit der Präsentation von Entwürfen und Fahnen von der Uniform, hat das Projekt immer konkretere Formen angenommen. Die definitive Auswahl von Uniform und Fahnen haben unsere Mitglieder regelrecht beflügelt, noch einmal mehr zu geben im Sammeln. Heute dürfen wir feststellen, dass die Rohrmann-Musik ein grosses Wohlwollen in der Bevölkerung erfahren hat. Dankbar über grosse Spendenzusagen haben wir auch immer wieder Geschichten hören, die uns berührt haben. Sei es der Schüler, der sein Sackgeld gesponsert hat. Sei es ein Mann oder eine Frau, der mit einem Brief auf die eher angespannte finanzielle Lage aufmerksam gemacht hat, sich es aber gleich nicht hat lassen, ein Nötchen beizulegen. Aus Freude an der Musik, aus Freude am Verein. An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an alle Spender und Sponsoren. Worte sind schön, aber Hühner legen Eier. Die, die in Menzberg oben in der Schule sind, wissen, wer das gesagt hat. Das war nämlich der Pfarrer Leo Senn. Dieser Satz ist mir in der ganzen Vorbereitung so manchmal in den Sinn gekommen. Was nützt die besten Konzepte, die besten Diagramme, wenn nicht umgesetzt wird? Eindrücklich hat der ganze Verein bewiesen, dass es nicht reicht, zu wissen, wie es geht, sondern machen muss man es. Sei es in der Sammlung, bei den Mitwirkungen des Subkomitees oder in einer Spezialaufgabe, in welcher Art auch immer. Nie habe ich ein Nein gehört. Nie war ein Sitzungsfüll. Nie ein Einsatz zu weit weg. Mann und Frau, jung und alt, alle haben gezogen, am gleichen Strick. Haben wir etwas vergessen oder nicht beachtet? So ist es der entsprechenden Ansprechperson gegangen worden und man hat das ausdiskutiert. Und weiter ist es gegangen. Wenn ich die Worte so sage, so wünsche ich mir manchmal als Unternehmer, ich habe ganz viele Mitarbeiter, die diesen Rohrmettlergeist in sich tragen. Weil mit diesem Geist lässt sich der Alltag leichter, effizienter und humorvoller gestalten. Für alle eure Aufwände und Mehrleistungen, die ihr gegenüber dem Verein erbracht habt, möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Vereinsmitgliedern und den zugehörigen Akteuren bedanken. Für die Zukunft wünsche ich im Verein auch mit neuer Fahne und neuer Uniform, dass alles beim Alten bleibt. Die Freude an der böhmisch-mährischen Musik, Beständigkeit, Kameradschaft, Geselligkeit und die Durchmischung der Jahrgänge. Und das tue ich jetzt gerade noch persönlich, jetzt gerade, das habe ich nicht drauf. Was ich mir auch noch wünsche, wäre ein Präsident, den wir wählen können auf Lebzeit. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen gemütlichen Nachmittag mit uns und ich freue mich, mit dem einen oder anderen nachher noch anzustossen. Besten Dank. Ja. Urs.
Danke vielmals für die sehr ehrwürdigen Worte. Jetzt haben wir erst angefangen. Danke tun wir später. Gut. Genau, du Stefan. Ja, wir sind noch nicht bei der Fahne, aber zeig schnell die Fahne, weil mir ist heute Morgen etwas in der Kirche aufgefallen. Genau. Jetzt haben wir da nicht im Dirigent das Ding schieben. Jetzt noch so ein Flügelhorn, das ich schon spielen müsste. Ja, genau. Also, wenn wir jetzt das anschauen, seht ihr das da? Genau, ein Flügelhorn. He? Die haben das so mässig gut gemacht. Endlich ist ein Flügelhorn auf dieser Vereinsfahne. He? Was meinst du da hinten? Eine Posaune. Könnt's? Ja. Trompete auch noch. Was noch? Ein Klarinett. Heiligkeit. Also, was wir auf jeden Fall sicher sind, es ist kein Schlagzeug. Genau. Und dass wir jetzt Schlagzeuge nicht endgültig verrückt machen, machen wir das wieder gut, weil sie dürfen jetzt ihren Solo-Trommler-Marsch da zur Unterhaltung beitragen. Schlagzeug, ja. Ja, sie sind noch unterwegs, genau. Es braucht auch noch ein Zeitchen. Ein Witz? Ja. Genau, ja. Ich sage das eben, die Bank hat die Einladung. Wir sind eins auf die Post gesäckelt. Sonntag eingepackt, am Montag wieder auf die Post. Dann haben wir wieder eingepackt, dann haben wir noch etwas falsch geschickt, dann wieder eingepackt, wir sind dauernd an die Post. Und dann habe ich etwa 10 Mal dick gewesen, habe ich den guten ehemaligen Schulkollegen getroffen. Gell? Und dann hat er gesagt, ja du, Fritz, wieso ist eigentlich nichts mehr mit deiner Frau? So hat sie nicht wollen heiraten. Ja. Yeah. Yeah. Die huren Liebesbriefe sind geschaut. Ich sagte, was? Ja, was ist denn passiert? Ja, sie hat den Böstler geheiratet. Dem sind ganz viel Vergnügen mit dem Solotrommlermarsch.
Dessas sind hier wieder schwer abrufen. Komme ich wieder kurz. Genau, unserem Festtag geht es jetzt weiter. Eben. Fahne, haben wir ja am Morgen schon einen Schwerpunkt gehabt. Und jetzt ist der Zeitpunkt da, wo wir ein bisschen mehr über unsere neue Uniform erfahren. Und Markus Müller und sein Team haben jetzt etwas vorbereitet. Jetzt müsst ihr einfach hier noch die Polken haben. Aber Markus, du darfst gerne vorkommen. Wollen wir sie schnell machen, genau, und der Markus von da. Glück haben wir eine geschaffene Fahne, Götti, etwas zu sehen kommt, gell? Uuh. Ziehen und stossen, gell? Genau. Also, guten Nachmittag, liebe Festbesucherinnen und Festbesucher. Meine Stimme ist so ein bisschen lädiert, aber es sollte etwa funktionieren. Eine neue Uniform zu entwerfen und auszuschaffen, die alle zufrieden macht, das ist eine grosse Herausforderung. Es braucht ein gutes und kreatives Team und einen langen Schnauf. Es ist mir wichtig, dass im Uniformenteam von jung bis älter Frauen und Männer alle etwa gleich vertreten sind. Im Team mitgeschafft haben, ich fange mit dem Jüngsten an, Divan Gerli. Wo ist jetzt? Aufgekommen. Nicole Heimann. Aufstehen. Der Bernhard Kurme. Steht auch da. Und der Rudi Losli. Die Uniformenpräsentation habe ich in drei Blöcke gegliedert, wenn man das so sagen will. Im ersten Block erzähle ich etwas Schräges. Im mittleren Teil kommt mehr das, was wirklich fachlich zur Geltung soll kommen. Und im dritten Teil kommt vielleicht wieder etwas Lustiges. Aber jetzt komme ich zum ersten Teil. Was ich jetzt erzähle, hat mehr Symbolcharakter. Ich möchte zum Ausdruck bringen, wie umfangreich und vielfältig so eine Uniformenauswahl kann sein. Ich habe dem Wegbeschreibung gesagt. Man versucht zu beschreiben, wie eine neue Uniform der einmal könnte aussehen. Und genau das haben wir gemacht, eine Wegbeschreibung. Wir haben diskutiert und argumentiert. Jedes Teammitglied hat aufgeschrieben, was ihm persönlich ganz wichtig ist. Wir haben das Ganze harmonisiert und in die Wegbeschreibung gepackt. Wir haben es dreimal gut geschüttelt, nicht gerührt. Und dann hat das da etwa so getönt. Die Farbe, die passt gut zu uns, aber das ganz sicher nicht. Der Schnitt kommt nicht in Frage. Das wäre dann auch noch schön. Das passt zu unserem Musikstil. Sieht das nicht zu protzig aus? Und so weiter und so fort. Wir haben so Freude gehabt. Jetzt haben wir gewusst, was durchgeht. Mit dieser Wegbeschreibung haben wir zwei mögliche Wegbegleiter konfrontiert. Die Firma Wieder und Gut von Frauenfeld war begeistert von dieser Wegbeschreibung. Sie haben so etwas noch gar nie gesehen, haben sie gesagt. Christine Bichsel, unsere Projektleiterin, ist uns ab sofort mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Im weiteren Verlauf ist der Weg zum Ziel immer etwas schmaler, aber auch feiner und filigraner geworden. Am 4. Juli 2023 ist der grosse Moment gekommen. Drei massgeschneiderte Uniformen, eine für Bernhard Kurme, eine für Yvonne Scherli und eine für Rudi Losli, sind bereit gewesen, um sie im Verein zu präsentieren. Christine Bichsel hat jede Uniform erläutert und fachfraulich kommentiert. Überaus deutlich ist eine Uniform von uns Musikantinnen und Musikanten zum Sieger gekürt worden. Und jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen Teil von unserer Uniformenpräsentation. Die Siegeruniform, die wir jetzt hier tragen dürfen, möchten wir euch jetzt genauer vorstellen. Yvonne Scherli präsentiert das Damenmodell und Bernhard Kurme das Herrenmodell. Moderiert und kommentiert von Christine Bichsel.
herzlich willkommen, die drei, Christine Bichsel und der Bernhard Kurme und die Yvonne Schärli. Jetzt miteinander. Es ist nicht meine Stärke, auf der Bühne zu stehen. Ich agiere lieber hinten dran und entwerfe mit den Leuten zusammen von der Musik. Christine, willst du hierher kommen und dann kannst du so kommentieren, weil das läuft nicht richtig. Also, ich bin lieber hinter der Bühne und kreiere mit den Leuten zusammen solche schöne Uniformen. Und es war wirklich so, wie der Markus gesagt hat. Sie sind zu uns gekommen und haben aus dem Sortiment, das uns zur Verfügung gestanden ist, ganz wild ausgelesen und ihre Ideen eingebracht. Und der eine hat das lieber gehabt, der andere hat das lieber gehabt. Und am Schluss haben wir wirklich drei Entwürfe auf dem Papier gehabt. Und die habe ich dann als Design umgesetzt und ihnen zugeschickt. Und sie sind dann plötzlich wieder dahergekommen mit Willisauer-Ringli unter dem Arm. Und haben gesagt, ja, es sei noch nicht ganz das, was sie wollen. Und dann haben wir dann das ein bisschen mehr aufgleisen können, so wie es für alle gepasst hat. Und dann sind die drei Prototypen entstanden. Mit denen bin ich ja dann auch im Verein gekommen. Und der Sieger ist der geworden, den ihr jetzt hier seht. Da hat sich vor allem der Markus Müller durchgesetzt, weil er einen Janker hat wollte. Der Janker zeichnet sich aus, weil er ein drittes Täschchen hat, was wir als Billett-Täschchen bezeichnen. Wir haben auf dem Ärmel haben wir schön leuchtendes Rohrmatt abgesetzt und auf der Brust ist dann auch das richtige Logo gestickt worden am Schluss. Genau, und die Farbe Rot, die hat sich eigentlich in der Jacke nicht so fest manifestieren. Darum haben wir alles nur die ganz kleinen Details gesetzt. Dafür haben wir dann das kräftige Rot im Hut noch umgesetzt und in der Weste. Die Weste hat ein schönes Rot bekommen, das Rohrmatt widerspiegelt. Und die Jacke ist ja auch noch abgefüttert in Rot. Und die Krawatte natürlich ist harmonisch, dass es sich ein bisschen voneinander absetzt, abgestimmt wurde. Und ich glaube, so sind dann am Schluss alle glücklich gewesen. Was ich noch spannend gefunden habe, meistens, wenn die Musikgruppen, dass wirklich alle gleich aussehen. Und bei Rohrmatt war es so, dass die Damen gesagt haben, nein, wir wollen keine Krawatte, sondern wir wollen eine offene Bluse mit einem Foulard drin. Und das habe ich ganz lässig gefunden, weil so tut man ja auch einfach die zwei Unterschiede hervorheben und trotzdem zusammen ist es wieder eine Einheit. Und auch der Hut ist am Schluss, glaube ich, zu allen Zufriedenheit rausgekommen. Zuerst haben wir ein kleines grosses Möbel gehabt, das ein bisschen überdimensional war, aber das haben wir auch hergebracht. Jetzt würde ich sagen, passt alles zusammen und ich wünsche euch ganz viel Erfolg damit. Liebe Christine, ganz herzlichen Dank, dass du uns auf dem steinigen Weg und dem schwierigen Weg, aber dem schönen Weg so toll begleitet hast und dass du dich auch heute bereit erklärt hast, die Uniformen in den Leuten ein bisschen näher zu bringen. Wir möchten dir gerne etwas Kleines überreichen als Dank und als Erinnerung von der Rohrmattmusik zu uns Rohrmattmusikanten. Es ist uns wirklich wichtig. Super. Das geht ja Schlag auf Schlag. Danke dir vielmals. Jetzt
Wer hat es gemerkt? Es fehlt noch etwas. Am Jahreskonzert 2023 haben wir das farbige Sockenkonzept für unsere neue Uniform vorgestellt. Mit dem Ziel, dass jede Musikantin und jeder Musikant seine farbigen Socken selber lismet. Da vorne laufen jetzt die Bahner Köpfe rot an. Die farbigen Socken sind bei dieser Präsentation noch mit keinem Wort erwähnt worden. Und warum? Nein, die Wolle ist nicht ausgegangen. Die Socken sind einfach nicht rechtzeitig fertig geworden. Schon ein bisschen peinlich. Thronmädler, die sind doch bekannt. Die können arbeiten und anpacken. Aber ganz sicher nicht Sockenlismen. Ja, und jetzt haben wir halt wieder die langweiligen schwarzen Socken angelegt. Haben wir. Ich nicht. So, ich glaube, haben euch Spass mögen verleiden, oder? Ich werde die Gelegenheit auch benutzen, in meinem Team, im Ivan, im Nicole, im Bernhard und im Rudi vom Uniformen-Team für die gute und ideenreiche Zusammenarbeit ganz, ganz fest zu danken. Herzlichen Dank. Das war es schon gesehen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Danke. Ja, besten Dank Markus und seinem Team für den Vortrag. Es hat uns sprichwörtlich aus den Socken geholt. Genau. Ja, noch ein paar Worte. Machen wir doch wieder ein bisschen Musik, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Zwar spielen wir für euch «Die böhmische Liebe». Und ebenfalls heute dabei unser Gesangstuhl von dem heurigen Jahreskonzert. Es ist das Vreni Alessandri Stadelmann und der Jörg Bieri. Viel Vergnügen mit böhmischer Liebe. Thank you.
das Lied in Harmonie.